Hallo, meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Mapperschaft. Jo, ich bin hier ein bisschen am BDA-Arm auffüllen. In der Zeit haben wir ein bisschen geschafft hier. Und, ja. Die anderen ist nicht da, muss irgendeiner hier was machen. Ne? Ich hab schon so viel, dass er dann alles daneben ist. Ne, ist voll. Perfekt. So. Da müssen wir schauen. So, ich will dann hier hin. Voll. Kann ich hin, dann. Ach, gut, gut, da schon wieder. Das ist so Anton. Ja, moin! Dach. Dach, und alles klar? Ja, sicher. Ja, du warst ja im Krankenhaus. Geht's gut? Alles gut? Ja, ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, wo ich im Krankenhaus gelegen habe. Aha, worüber? Ah, wie es so weitergeht hier. Ja, wir haben hier leer gemacht, hat man das, guck hier, haben wir alles rübergeschippt. Ein Förderband. Das ist jetzt voll. Oh ja, gut voll. Damit wir die nächste hier reinkriegen. Das wird dann wenigstens was getan. Natürlich. Gut gemacht. Gerrit haben wir auch so weit weggebracht. Also müsste auch wieder Luft sein und ja. Hey, wo ist dein Kollegen? Bisschen was da runtergefallen. Der Kai? Der ist auf dem Hof. Jo. Ich hab hier Dings gefahren. Gülle und Gärreste. Und ja. Und dann hab ich hier weitergemacht. So. Aufgefüllt, aber. Hast du schön gemacht. Ich wollte dann auch wieder zum Hof. Ja, wie gesagt, hier ist ein bisschen was daneben gefallen. Ich bin jetzt so auf dem Radlader unterwegs, hier ist ein bisschen was daneben gefallen. Müssen wir gucken. Warte mal, ein Telefon klingelt. Ja, hallo? Ja, McDonald hier. Hallo, ah, Karl, König. McDonald! Ja, das ja, ist ja schön. Ich bin zurück aus Amerika. Zurück bist du, okay? Ja, sicher. Ja, das ist ja schön. Wunderbar. Ist zwar nicht so, wie ich mir gedacht habe, aber. Nicht so, wie du gedacht hast? Nee, nee, das mit dem Geld wird wohl nicht so, wie ich gesagt habe. Ah, Mann. Die stellt sich da ziemlich quer. Oha. Ja, ich stehe am Hafen. Könntest du mich gleich irgendwann abholen, wenn du ja, Zeit klar, hast? Ja, klar, natürlich, mach ich. Das ja, super, dann warte ich hier. Okay, mach ich. Alles klar, jo, bis später, bis ciao. Tschüss. Anton? Jo. Kannst du mir den Wagen überlassen? Jo. Das ist gut. Vielen Dank. Ich glaube. Jo. Wo willst du denn hin? In frische Luft? Spazieren gehen. Nix BGA oder was? Nein. Die Ärzte haben gesagt, ich soll viel laufen. Okay. Na gut. Dann fahren wir nur. Achso, ich müsste. Ich kann ja mal anrufen. Ja. Jo, ich bin's. Ja. Ja, du, Karl. Unser Geldhannes hat angerufen. Oh, nee, wirklich? Ja, aber ist er wieder da? Hat er nicht so fröhlich geklungen, der McDonald's. Warum? Irgendwie muss das ein bisschen schief gelaufen sein, oder? Nicht so, wie er es schon vorgestellt hat. Genau, das weiß ich noch nicht. Du, ich soll er hat ihm auch seine wie hieß er? Eveline? Ja. Verprügelt oder sowas. Hat er gesagt, er will Geld mitnehmen und sie hat ihm mal kurz gezeigt, wo der Hammer hängt. Die Stimme war noch ganz okay. Vielleicht erkennen wir ihn nicht wieder gleich. Muss mal gucken. Oh. Das weiß ich jetzt nicht genau. Also, er hat sich von der Stimme noch gut angehört. Wo bist du? Auf dem Hof, ich räume ihn mal auf. Gut, ich komme jetzt dahin und dann fahren wir den mal abholen zum Bahnhof. Okay, ja, du, klar, du machst das. Ja, zum Hafen, zum Bahnhof, sag ich schon, zum Hafen. Ja, müssen wir gucken, das Handschnitt so dort anzuhören. Aber ich stell die Karre hier wieder hin, wir fahren natürlich mit dem Chevy. Ja, wir können mit dem Chevy fahren, ja, der steht hier rum. Ja, Anton war mit der BGA. Der geht jetzt zu Fuß? Hätte ich Gedanken gemacht im Krankenhaus, was ist mit dem los? Das ist aber ganz praktisch, dass er sich auch mal Gedanken macht über sein Verhalten. Ich weiß nicht, ob das über sein Verhalten ist oder worüber ich bin. Er ist jetzt zu Fuß spazieren gegangen, hat er gesagt. Die Ärzte hat gesagt, er braucht zu viel Frischluft. Unglaublich. So. Warte, ich komm. Ja, komm, spring rein hier. Jo, spring rein, Moment. So, kann losgehen. Kann losgehen? Jo.
Wagen hier. D. Okay, hilft. Geht los. Das ist ja scheiße. Eigentlich haben wir die ja schon fest verplant, ne, die Kohle. Eigentlich ist ja auch nur der Saphir, oder? Mit dem Ding durch und keine Kohle, was machen wir denn mit dem? Sollen wir den jetzt einstellen oder was? Keine Ahnung. Dachte bloß, dass der herkommt. Ja, ich hab Kohle gehört. Gibt. Genau. Wenn der Stelle Anteilseigner wird und das war's. Genau, und dann machen wir, gucken wir, dass wir das schnell in die Mühle kriegen und wir setzen uns zu hoch. Das war mein Plan. Ja. Ich habe auch festgestellt, ich habe überall Schwellen an Fingern. Ich habe meine Finger sehen abends aus, als ob ich ein Schlosser, Mechaniker wäre. Das muss aufhören. Also die Rackerei hier, das. Wo ist die Zeit hin, wo wir spazieren gefahren sind? Wo ist die hin? Wo wir sie kontrolliert haben? Ich habe Gülle gefahren. Einen ganzen Tag bin ich jetzt Gülle gefahren. Wir sind doch schon mal Gülle gefahren. Ich stink wie ein Maulwurf. Ja, und Gärreste durch die Gegend. Also ein Scheiß. Aber ich muss ehrlich sagen, du stinkst nicht. Ich komme mir vor, wie echt, als wenn ich dazu gebadet hätte. Also, du riechst so unangenehm wie sonst auch, ja, aber stinken tust du nicht. Was soll das denn heißen? Das hast du mir geschenkt, das Parfüm. Dann musst du das auch mal benutzen. Hab ich doch. Ich stehe jeden Morgen bis zum Knien da drin. Bis zu den Knien? Hm? Das ist aber nicht tief. Ja, da, ich, dann, natürlich, in dem Zober kann ich mich doch noch reinsetzen, weißt du? Ich kann nicht alles ausgeben, nein. Oh, wer war das? Keine Ahnung. Streckenkontrolle, ne? Gelbes Licht auf dem Dach, oder? Was Auto, gelbes Licht? Oh. Hab ich noch nie gesehen hier im Dorf. Ich weiß nicht, Streckenkontrolle, die haben doch auch die Straßen am Dinger, die haben doch so gelbe Lichter, oder? Haben auch so gelbe Lichter, ja. Mal gucken. Vielleicht treffen wir da gleich nochmal, können wir mal fragen, wer es ist. Ah, guck mal, ich steh da doch. Da steht er doch. Servus! Hola, Servus. Männer! Und, vielen Dank fürs Abholen. Jo. Und wie, erzähl, wie war's? Ja, hör mir auf, ey. Die hatten ein ganzes Bankkonto leer gemacht und mich komplett ausgesperrt vom Zugriff. Ja, und du? Ja, die hat das Geld einfach eingesackt. Anwalt sagt, ja, wir müssen das einklagen und jetzt, doch, ja, das kann sich bis zum Jahr zwei ziehen, je nachdem, wie schnell die Behörden arbeiten. Nee, oder? Ja, ich hab'n Hals, sag ich dir. Das ist ja scheiße. Was machen wir denn jetzt mit dir? Nee, Quatsch, willst du denn hier bei uns bleiben, arbeiten, führen oder? Mitarbeiten. Ja, ich muss mitarbeiten bei euch, also sonst kann ich mir nicht mal mehr eine Scheibe Wurst aufs Brot kaufen. Du hast gar nichts, kein Bargeld, nichts. Die hat das komplett leer geräumt, das Konto. Ja, das ist ein richtiger Drache, ne? Jetzt hab ich die gar nicht erinnert. Jetzt sind so die Sau ausgelassen, dann, ey. Ja, stille da Wasser schon, sind tief. Ja, da musst du vorher doch schon was gemacht haben, das kann doch gar nicht sein. Nein, ohne Scheiß, die war wahrscheinlich so sauer, dass wir einfach hier rüber geflogen sind und haben die da gelassen. Dass sie sich gedacht hat, dem stecken wir jetzt erstmal eine, wer weiß, ne? Aber ist doch was die jetzt hat. Ja. Eins steht fest. Geld hole ich mir wieder, auf jeden Fall. Das geht wär, so nicht. Das wäre sehr gut. Ja, mal klagen, gut. Bis der Bach bricht, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ja, Anwalt haben wir, das ist kein Problem, da können wir schon klar. So was. Das hat mich jetzt echt, weiß ich nicht, wie lange war ich weg? 14 Tage oder so hat mich das gekostet mit diesen ganzen Ämtern da und so, ja, ne? Ja. Das ist ja ein richtiges Chaos mit diesen ganzen Klammern. Ich hatte eigentlich gedacht, weil es so lange dauert, hat alles in trockenen Tüchern schon. Ja, ich habe auch gedacht, ich komme wieder und hier, ne, Kohle, wir können uns kaufen, was wir wollen. Ja, Hustekuchen. Das ist schlecht. Bei ihm, er war ja auch mal kurz weg, da gab es auch nichts. Scheiße. Irgendwie sitzen die Frauen immer am längeren Hebel, habe ich das Gefühl. Und die Aktie steht nichts, da kommt nichts rein, das ist alles scheiße. Ich habe das Gefühl, dass jeden Tag mir Millionen durch die Finger rieseln. Kennst du das Gefühl? Wenn du immer nur noch jeden Morgen aufstehst und denkst, ist schon wieder 100.000 weg. Ja. Also Augen aufschlagen und schon wieder ist alles weg. Ich habe die Augen aufgeschlagen und es waren Millionen weg, stell dir vor. Bei dir war alles weg, ja. Das ist natürlich scheiße. So ein Mist. Hm. Naja, müssen wir gucken. Schlafen kannst du jetzt nur bei unseren Jungs da drin. Drüben. Was ist denn da? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Da ist ja noch Platz in der Bude drüben. Ich schlafe hier am Boden, ist egal. Hauptsache trocken. Ja,
Trocken hätten wir natürlich auch hier, haben wir auch Platz, ne? Also, trocken, hier kannst du auch Hängematten hinhängen, ne? Schön idyllisch unterm Dach, okay. Ging auch, ja. Ne? Abends einmal durchgefegt hier, ja. Und dann... Kannst du abends in der Milch baden, hier wie Cleopatra, weißt du? Alles machbar. Fehlen nur die Frauen. Nein, die fehlen. Ne, besser, lass sie besser weg. Das ist hast du auch wieder recht. Besser. Ja, Kai, was machen wir denn du? Ja. Das ist ja eine Scheiße, du? So was. Der Anton ist auch ganz komisch. Stimmt der mit dem nicht? Ich weiß nicht, der war im Krankenhaus, der ist ganz komisch. Ey, oje, der war im Krankenhaus? Hab ich was verpasst in der Zeit, wo ich weg war? Ja, der kam zurück zu BGA, der ist ja normalerweise, ist ja eingeteilt, wo bist du denn? Der ist ja eingeteilt auf BGA, weißt du? Hm. Und ich komme zurück und er kommt im Auto hin und sagt, ja, ich habe dann das gemacht, ja, ich habe wenigstens was gearbeitet und dann sag ich, ja, nur, dann wollte er wieder wegfahren. Ich sag, kann ich gerade ein Auto haben, für dich abzuholen? Was hat er da angerufen? Ja, er ging spazieren. Ich sag, was? Ja, er müsste frische Luft. Er soll viel frische Luft tanken. Wenn der jetzt krank ist, dann müssen wir doch irgendwie Zuschlag kriegen, oder? Kai. Es gibt doch so Zuschläge, wenn man, weißt du, so Geringverdiener oder gering einsetzbare Leute. Oder? Ja, ja, ja. Nix. Du hast ja einen Dachschaden. Nee, da kriegen wir kein Geld. Ich weiß nicht, was der hat. Kein Geld. Scheiße. Also im Moment sieht es ziemlich flau aus bei uns, Leute, sag ich euch. Das sieht sehr scheiße aus. Wo ist dann eigentlich Gürgen? Ich hab langsam Hunger, ist gleich 19 Uhr. Das stimmt. Ich habe noch gar nichts gehört, was es gibt. Ja, da müssen wir Bescheid kriegen, dass eins mehr, wieder einer mehr am Tisch sitzt. Ja, deswegen ja. Wo ist er denn? Ich ruf mal an, oder? Na, ruf mal Gürgen an. Das ist aber Funk. Ja, ich ruf ihn an. Boah, da ist er. Echt? Was? Wo? Hinter dir, Karl. Das ist Anton, ja. Anton. Was macht der? Das geht ja nicht ran hier. Gürgen. Yo, ich hab die Hände doch voll, Mensch. Wo bist du denn? Hier mit Radieschen und Salat und so ein Zeugs hier. Was kommt denn da an, Gewatschi? Ja, ich leg mal auf. Frischet. Da ist er. Frischet, heute Abend gibt's eine ordentliche Brotzeit mit Wurst und Käse und frischem Salat und Radieschen und Tomaten und... Anton, was machst du da oben? Das ist unsere Hütte. Anton? Karl, der ist ja nicht auf den Kopf gefallen im Krankenhaus. Ich weiß nicht, was du mit dem Krankenhaus muss, oder? Irgendwas stimmt da drin. Das ist ein Bett gepurzelt. Das war aber schon bei der Geburt. So vom Tisch gefallen ein bisschen. Aber irgendwie... Hat zu viele Schläge auf den Kopf verträgt. Ja, der war Kopf doch aber normal hier jetzt. Oder? Er hält sich auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig. Er geht spazieren und so, geht wortlos an uns vorbei. Der ist zu Fuß von der BGA hingedrattelt. Das ist doch ein ewig weiter Ritt. Jetzt ist der Gürgen auch schon wieder weg. Ist der so Krankenpfleger? Wo ist der denn? Gürgen! Der ist auch reingegangen. Echt? Was macht ihr denn da? Sag mal hier. Gürgen verbreitern. Denk mal dran hier. Der Donald ist wieder da. Müssen wir ein bisschen mehr kochen. Heiß genug da. Heute Abend gibt's Brotzeit. Da gibt's nichts gekochtes. Das gab's heute Mittag. Ja. Zweimal am Tag was Warmes ist ungesund. Was ist, ich hab das schon wieder vergessen. Wenn man so einen Hunger hat, ne, ist natürlich der Magen wieder leer. Anton, was ist los? Ich hier lecker gesundes Brot. Anton? Also, was gibt's heute? Brot. Brot? Was ist mit dem? Anton? Ordentliche Brotzeit. Schinken. Was macht der? Ich glaub, der hat wirklich... Er säuft sich im Milchtank. Sieht man doch. Hoffentlich ertränkt er sich. Ja. Entschuldigung. Hat er vielleicht eine männliche Krankenschwester gehabt und ist jetzt ein bisschen perplex? Genau. Der kann auch nicht sitzen. Ah, ja, das könnte doch sein, ja. Nee, er ist im Auto gekommen. Anton, was ist los? Anton? Mhm. Eine Zunge hat er gehabt, das weiß ich. Könnt reden. Was ist los? Hatte der einen Schlaganfall. Was, sag ich? Was ist los? Was ist los sein? Ja, du gehst spazieren, das können wir gar nicht. Ja und? Ja, das ist nicht normal, oder? Hast du ein Problem damit? Nö, aber die Maler sollten die Vorarbeiter arbeiten, vorarbeiten. Ja, hast du denn keine Post gekriegt von mir? Nee. Gar nichts. Frag mal den Gürgen, ob der Ferkelbremse oder Post gekriegt hat. Ich habe extra vom Krankenhaus geschrieben. Gürgen, haben wir Post gekriegt? Ja, liegt auf dem Tisch. Seit wann liegt die auf dem Tisch? Seitdem ihr das letzte Mal hier wart.
Ja, dann bleibt euch das nicht auf dem Acker nach. Dann hol mal, lest mal vor, was da drin steht. Herr König. Ja. Von mir müssen sie auch Post gekriegt haben. Warum das denn? Briefgeheimnis, hier hast du das Zeugs hier. Was soll denn da drin stehen? Ja. Durchlesen. Wie sie denn? Echt? Ja, hasse. Bitteschön. Ich krieg das nicht. Moment. Auf hier. Moment. Moment. Guck mal mit rein. Ich krieg das nicht gelesen hier. Was ist das denn für eine Krogel? Hier mit. Lies mal selber vor, dein Krempel hier. Da, bitteschön. Da. Ein Krempel? Nö, das musst du schon. Ja, ich krieg doch nicht entziffert. Wie kann das hier denn lesen? Jürgen, du kannst du das lesen hier, die Krogel? Nee, ich sehe da nur ein Wort kündigen oder sowas. Oder kundigen, erkundigen, was weiß ich, was das heißt. Kündigen? Willst du kündigen, Anton? Ja, genau. Hast gut gelesen. Du willst kündigen und dann? Ja, hiermit kündige ich fristgerecht. Juhu! Ehrlich? Ja. Nu, was willst du machen? Machen? Oh, mal gucken. Ja, das ihr seid nicht die einzigen Landwirten. Ja, das stimmt. Ne, das stimmt. Ja, siehst du? Wollen Sie meinen Brief nicht auch durchlesen? Kannst du auch kündigen oder was? Kann ich nächste Woche einen Brief rein? Ich habe schon genug hiermit zu tun. Ich habe mich ein bisschen selbstständig gemacht, aber das interessiert euch ja nicht. Ich habe keinen Brief. Er hat einen Brief. Du brauchst ja auch keinen. Jürgen hat einen. Keine Ahnung. Jürgen. Ja, hier ist der andere Brief. Ja, ihr habt euch selbstständig gemacht. Oder du hast dich selbstständig gemacht. Womit? Ja. Das braucht ihr nicht wissen. Ja, vielleicht können wir nutzen, Geschäfte machen zusammen. Mit euch mache ich keine Geschäfte. Da fängt es wieder an, du willst ihn ausnutzen. Ja. Echt? Ne. Also wir haben nie, oder? Cool. Wir nutzen uns alle aus. Wir haben da nie schon jemanden ausgenutzt. Wegen euch beiden wurde ich schon entführt und allen Purpo. Denkst du, ich weiß das alles nicht? Ja, ja, klar, das wissen wir ja. Deshalb haben wir dich ja verschont und alles. Ach, verschont, genau. Ey, mit seinen ollen schwarzen Geschäfte da. Ja, sehr. Wir machen keine schwarzen Geschäfte. Nein, nur nicht. Aber ganz sicher nicht. Herr Donald, passen Sie bloß auf, ne? Wo Sie wenn ich das hier so höre jetzt mit dem Ausnutzen und Schwarzgeschäfte, kann ich ja froh sein, dass meine Frau kein Geld auf dem Konto hatte mehr. Ja, passen Sie bloß auf. Was soll denn das heißen, Schwarzgeschäfte und alles? Wir machen ganz normale Geschäfte, gell Kai, oder? Wir bezahlen sogar Steuern pünktlich. Alles. Ja, bis jetzt, also wir haben noch Steuerberater. Wenn der nicht so ist, dann hat der einen Fehler gemacht, denke ich mal. Oder? Ich habe noch keinen Steuerberater gesehen. Wir oder ihr? Du? Ich habe noch keinen gesehen. Ja, was soll der auch hier? Der hat im Büro. Was soll der denn auf dem Hof hier? Ja. Noch Kontrolle machen oder so? Ich habe noch keinen Kontrolleur gesehen oder so hier. Aber Steuerbeamter macht doch keine Kontrolle, weil der will Zahlen haben, sonst nicht. Der hat Zugriff auf unsere Konten und das langt doch. Also, was ist hier der Herr Krüger, der schreibt hier, dass er entweder eine Gehaltserhöhung möchte oder er verlässt mit sofortiger Wirkung nach der Kündigungsfrist von 6 Monaten den Hof. Aha. Wie lange ist der Brief jetzt schon da vom Anton hier, Jürgen? 4 Wochen. Ja, bestimmt. Wir haben noch 6 Monate Kündigungsfrist, das ist ja noch ein Zeitchen. Was macht der jetzt mit dem Wagen da? 6 Monate Kündigungsfrist? Ja. Ich warte auf Anton. Ja. Wann? Wo? Krüger, lass uns los. Wir haben 3 gehabt. Wir haben ja nichts mehr zu suchen. Wir müssen 6 Monate Kündigungsfrist. Was? 6 Monate. Bei uns im Arbeitsvertrag drin. 6 Monate Kündigungsfrist. Fahren die jetzt mit unserem Auto weg? Frage ich mich allerdings auch. Also irgendwie spinnen hier heute alle. Keine Ahnung. Aber gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen und wenn ihr mit uns reden wollt, kommt auf unseren Teamspeak vorbei. Die Nummer dazu findet ihr in unseren Videobeschreibungen und bis dahin würde ich sagen, macht's gut und haut rein, ne? Tschüss!